Ja, hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück hier auf Etenion Miner mit unserem Korbinat. Zu Beginn der Folge muss ich euch gleich unglaubliche Nachrichten überbringen. Es ist nämlich so, ihr habt das wahrscheinlich schon mitbekommen, so in meinen Alltagsgeschäften bekomme ich manchmal gewisse Dinge nicht so gleich mit. Ich muss mich dann als Korben in mein Büro zurückziehen und dann zwischen den Folgen die Reports genauer studieren, die Karten genauer studieren und so weiter. All das, was mir unsere Leader so schön vorbereiten, das muss ich mir genau anschauen und dann kann ich immer wieder mal so Dinge entdecken, die ich einfach verpasst habe. Wir haben was unglaublich Riesiges verpasst, Leute. Schaut sich mal das hier an. In Van, ja, seht ihr mal hier in Van, in dieser Stadt, da gibt es jetzt auf einmal so ein Symbol. Das bedeutet, hier gibt es eine Airbase. Und da habe ich mir mal gedacht, Moment mal, wie kann es denn sein, dass wir hier eine Airbase haben? Da braucht man doch schon technologisch ein bisschen einen Fortschritt und sollte dann schon die Flugzeuge so im Sinn haben und so. Und dann ist mir aufgefallen, ja, Moment mal, wenn wir hier auf die strategische Karte schauen, gibt es die Van Republic überhaupt nicht mehr. Ja, stattdessen ist jetzt das alles Teil der Weber-Sekte und die Weber-Sekte ist jetzt tatsächlich schon an unseren Ostgrenzen, direkt hier, die haben einfach die Van Republic eingespeist in ihr Reich. Ob es jetzt via diplomatischer Wege oder mit militärischen Wegen waren, das weiß ich leider nicht. Jedenfalls müssen wir jetzt höllisch aufpassen. Hier ist schon echt dieses große Regime am Start. Wir sind zum Glück in Frieden mit ihnen. Da wir ja auch mit der Van Republic Frieden hatten, glaube ich. Ich glaube, dass das so funktioniert. Allerdings sehen wir hier ihre gegenwärtige Position ist, dass sie uns erpressen wollen. Also die halten nicht allzu viel von uns. Und schaut euch mal an, wie der Typ hier heißt. Franz Falkenstein von der Weber-Sekte. Das passt natürlich alles hervorragend zusammen. Das ist ein theokratisches Regime. Wir können sogar noch mehr Informationen kriegen. Wenn wir uns hier jetzt die Regimeübersicht anschauen, da sehen wir, die Weber-Sekte ist eine Theokratie. Sie wird von Lord Franz Falkenstein geführt. Sie ist auf Erpressung unterwegs. Zumindest ist sie technologisch noch nicht ganz so weit wie wir, glaube ich. Aber dass sie hier auf Erpressung unterwegs sind, suggeriert schon, dass sie sich ein bisschen überlegen fühlen. Und schaut sich mal an, was die für Leute hier haben. Sie haben Dagmar, Kais, Eiber, Gretel, Werner und so weiter. Das ist alles eine richtig schlimme Geschichte eigentlich, wenn man sich das anschaut. Sie haben eine Holy Planet Armee, sie haben Blessed Crusader Knights. Also ich bin mir noch nicht sicher, wie denn da unsere Beziehungen sein werden. Ich bin jetzt ein bisschen ängstlich, muss ich sagen. Ich habe auch in meinem bisherigen Spiel ehrlich gesagt noch nie ein Major Regime erlebt, das direkt an meinen Grenzen war. Da sind wir also wieder bei meiner Unerfahrenheit als Führer von unserem Reich. Mal schauen, ob wir das alles wirklich schaffen. Dann sind wir natürlich hier in Vorbereitung, die Aliens anzugreifen. Aber bevor wir zu diesem Ding übergehen, noch ein paar kurze Sachen, was ich sonst noch vom letzten Mal in Erfahrung bringen konnte. Erstens mal haben wir auch noch was übersehen. Hier in Five Bridge, also in den erweiterten Outskirts von Five Bridge, hat die Privatwirtschaft wieder mal etwas gebaut, nämlich so eine Ölförderungsanlage. Die ist aber noch nicht ganz fertig, das ist die hier. Und außerdem wird in Geocon auch wieder was gebaut. Die bauen gerade ein Museum, das passt also alles ganz gut. Die Privatwirtschaft ist hier ganz gut unterwegs. Außerdem haben wir noch folgende Geschichte. Falls ihr euch erinnern könnt, ich hatte ja irgendwie das Problem, dass mir aufgefallen ist, dass sich die Meinungen immer wieder mal so ändern von unseren Leuten. Und das letzte Mal ist mir aufgefallen, dass die doch recht stark sich geändert hat und ich konnte nicht wirklich herausfinden, warum. Das Tooltip zum Beispiel von Nitro Iron Sun hat hier nichts angezeigt. Und jetzt ist mir aufgefallen, Mindy Castor, unsere Direktorin des Supreme Command Councils, die hat sogar um 13 ihre Beziehung zu uns verschlechtert. Und auch hier sehen wir wieder nicht, warum das denn so ist. Und jetzt habe ich mich wieder mal daran erinnert, dass das Ganze ja auch an unseren lieben Freunden von den Anima Followers oder wie die heißen, vom Anima Circle hängt. Die haben nämlich schon wieder hier begonnen, unsere egoistischen Leader zu beleidigen. Und das führt halt immer dazu, dass sie extrem schlecht gelaunt sind. Wir müssen da höllisch aufpassen, dass das nicht aus dem Ruder läuft. Mindy Castor ist erst 48 Jahre alt, habe ich mir vorher angeschaut. Das bedeutet, sie wird uns noch lange, lange in unserem Council, in unserem Rat hier zur Verfügung stehen. Und wenn die halt ständig ihre Meinung da gesenkt bekommt, ist das natürlich keine gute Sache. So. Hier sind wir allerdings natürlich jetzt bereit zum Angriff. Allerdings haben wir hier alle schon bewegt. Das heißt, das ist alles okay so. Da warten wir auf die nächste Runde. Hier oben können wir da angreifen. Macht das Sinn? Nein, macht keinen Sinn. Werden wir jetzt nicht angreifen. Hier können wir uns aber noch weiter bewegen, glaube ich. Ja, da werden wir jetzt einmal gleich voranziehen mit unserer zweiten MG-Infanterie-Brigade. Denn die soll ruhig diesen Leuten in der Weber-Sekte ein bisschen das Gefühl geben, dass denen da ja nichts Blödes einfallen soll. Und zur Sicherheit werde ich auch unseren Panzer jetzt hier doch an die Ostgrenze vorfahren und stattdessen unsere motorisierte Infanterie zurück nach Westen bringen.
und vielleicht auch unsere Infanterie hier ein bisschen eher in die Richtung bringen. Ja, dann können wir hier möglichst schnell versuchen, hier noch unsere Grenzen zu erweitern, bevor die Weber-Sekte hier völlig nach Norden vorstößt, und haben dann auch ein bisschen mehr Einheiten, falls denen auf einmal einfällt, dass sie uns überfallen wollen und solche Dinge. Das wäre natürlich alles nicht so gut. Ja, sonst ist, glaube ich, im Moment alles gesagt und alles getan. Die Wirtschaft läuft jetzt ganz schön von selbst eigentlich. Also werden wir jetzt in die nächste Runde gehen und dann schauen, was wir denn mit der Weber-Sekt anstellen können. Wir hätten hier sogar so ein Stratagem, glaube ich. Wir könnten den Kontakt eröffnen. Das allerdings mit Mindy Castor, die gerade so eine schlechte Meinung hat. Das ist relativ schwierig. Das werden wir, glaube ich, nicht zusammenbringen. Aber wenn jetzt der Animal Circle in der nächsten Runde wieder auf sie losfeuert, dann wird das sogar noch schlechter werden. Schauen wir mal kurz, ob wir hier irgendwas haben, mit dem wir sie unterstützen können. Ja, genau. Das habe ich mir nämlich gedacht. Wir haben hier einen Shadow Spy, wobei in diesem Fall wäre eher der Shadow Diplomat wichtig. Das ist quasi so eine Schattenfigur, die wir dann, ja, die wir bei Mindy Castor so mitschicken bei dieser Anfrage, der so richtig alles gut drauf hat. Der weiß wirklich, wie das geht. Der ist uns aber nur kurzfristig zur Verfügung. Der steht uns aber nur kurzfristig zur Verfügung. Dem können wir aber jetzt Mindy Castor zuweisen. Dann hat sie jetzt diesen Schattendiplomaten an ihrer Seite und jetzt sollte sie eigentlich diesen Kontakt relativ gut herstellen können. Ja, schaut sich das an. Es ist eine sichere Sache. Wir haben jetzt sogar mehr Basiswert am Würfelergebnis, als wir überhaupt benötigen. Wir können jetzt den Kontakt eröffnen mit der Weber-Sekte, damit wir wissen, was die denn eigentlich so vorhaben. Super, hat auch gepasst. Die Weber-Sekte hat akzeptiert. Ja, schade, dass es kein Critical Success war übrigens. Gut, dass wir diesen Shadow-Diplomaten angewandt haben, sonst hätten wir das bei weitem nicht geschafft. Und hätten sogar unsere Meinungen hier verschlechtert mit denen, unsere Beziehungen. Okay, dann gehen wir jetzt mal in die nächste Runde und bereiten uns auf unseren Angriff der Aliens vor und auf alles, was da sonst noch so kommen möge. Ja, wir sehen auch hier, die Weber-Sekte ist schon dabei, die Grenzen stark zu erweitern. Wir haben 6 Entscheidungen, 74 Reports, wir haben wieder Treibstoff entdeckt. Wir haben das Krankenhaus fertig erforscht. Sehr gut, damit könnten wir jetzt auch die versiegelten Straßen endlich erforschen. Und super, auch Seth Ionicus, unser Model Design Director, der hat hier auch schon endlich was geleistet für unser Reich. Er hat das Design eines kleinen Panzers, eines leichten Panzers vorgeschlagen. Das können wir dann auch gleich erforschen. Und Naylor Rahal hat auch wieder was Gutes gemacht, und zwar hat sie in der Science Ship Zone, die wir ja den Aliens weggeschnappt haben, neue galaktische Republic-Einheiten ausgegraben sozusagen. Super, da können wir jetzt noch mehr fähige Leute auch ausheben und ein Blitzkrieg, aha, da kriegen wir einen besseren Angriff, falls wir da irgendwas brauchen. Das wäre gegen die Aliens vielleicht auch gar nicht so schlecht. Mhm, alles klar. Gut, dann schauen wir uns aber zuerst mal an... Moment mal, jetzt habe ich kurz übersehen, gab es irgendeinen Kampf? Nein, es gab keinen Kampf in der vorigen Runde. Gut, dann schauen wir uns mal unsere Entscheidungen hier an. Ja, also wir müssen jetzt einen neuen Advisor festlegen. Ah, das liegt jetzt daran, weil wir jetzt schon so viele Councils haben, alles klar. Das machen wir aber später erst, denn wir müssen hier auch einen neuen Gouverneur zuweisen, und zwar zu Emmet zuweisen. Das machen wir jetzt gleich mit dem Gus Orosimod. Der hat dann ein Suitability Rating, das halbwegs passt. Dem werden wir dann auch gleich das Charisma verbessern. Dann ist er auch als Gouverneur, glaube ich, besser bei der Unruhe. Wobei, das könnten wir eigentlich bei Ian Raidens Song machen. Fällt mir gerade auf. Gut, wir werden jedenfalls Guy Orosimod hier als Gouverneur bestimmen. Ah, da haben wir jetzt einen Battle Dojo entdeckt in Five Bridge. Alles klar. Also quasi so ein Kampfsportverein oder sowas in der Richtung. Er war sehr gut versteckt, aber ja, die vielen Leute, die dort trainieren, die immer wieder dorthin gegangen sind, wieder weggegangen sind, die haben unser Interesse erweckt. Und jetzt könnten wir natürlich die Trainer des Dojos bei uns in den Reihen aufnehmen. Damit würden sich die Erfahrung unserer Milizeinheiten vergrößern. Oder wir könnten den Battle Dojo erlauben, seine Sache weiterzumachen. Und dann kriegen wir 200 Rekruten pro Runde. Das gefällt mir natürlich gut. Das geht eh beides, aber natürlich in unsere Richtung, Autokratie oder Enforcement. Schauen wir mal. Ich glaube, Enforcement können wir mehr brauchen. Und auch die Rekruten können wir mehr brauchen. Dann erlauben wir mal diesen Battle Dojo in Five Bridge weiter zu existieren. Ja, Buzz Granger, soll der doch bitte der neue Advisor werden. Okay, der hat wenigstens ein bisschen Gun Tactics drauf und Capability Level 2. Dem könnten wir vielleicht der zweiten MG Infanteriebrigade zuweisen. Und da sind noch einige Dinge. Aber Moment, bevor ich das vergesse, was ich vorher gesagt habe. Da werden wir jetzt gleich zu unserem Advisor gehen, zu unserem neuen. Und hier den zuweisen.
wer war das jetzt nochmal gleich? Der Buzz Granger, ja. Den werden wir gleich anrufen und dann hängen wir den an Mr. Keen an, an den Commander Keen. Commander Keen, super. Ja, passt ja perfekt. Den werden wir da gleich anhängen. Und dann schauen wir mal kurz an der Ian Raiden Song. Hat der hier schon einen Feed? Nein. Gut, dann werden wir dem gleich nämlich die Charakterwerte verbessern. Können wir dem Ian Raiden Song da jetzt nicht jemanden zuweisen? Schauen wir mal. Da bräuchten wir so einen Propaganda-Assistenten. Ich bin mir nicht sicher, ob wir den jetzt gerade haben oder ob wir den nicht schon ausgegeben haben. Irgendwas ist da im Hinterkopf, dass wir so einen haben. Ach nein, okay, das war so ein Militant-Propaganda-Typen. Der ist eher dazu da, um die Gegner ein bisschen in ihrer Moral zu beeinflussen. Gut, dann gehen wir weiter zu den Entscheidungen. Haben wir das gemacht, was ich machen wollte? Die Young Turks haben eine clevere Idee. Aha, das sind also quasi die Neuankömmlinge, die jungen Neuankömmlinge, die haben jetzt eine wirklich gute Idee. Und zwar haben sie die Idee, dass die Angestellten weniger verdienen sollten. Und das, was wir dadurch sparen, sollten wir in ein interessantes Projekt stecken. Boah, also ich bin mir nicht sicher, ob ich das will. Wir könnten sagen, okay, ja, wir teilen diese Credits neu um. Oder wir könnten sagen, wir sind hier nicht dieser Meinung. Ja, wir sind natürlich nicht dieser Meinung. Das passt doch gut in unsere Richtung. Das wird unsere Leidenschaft erhöhen. Alles klar. Dann haben wir zwar ein bisschen Kommerzprofil verloren, aber das interessiert uns ja ohnehin nicht. Dann die Sealed Roads. Ja, die müssen wir unbedingt erforschen. Das ist extrem wichtig. Ja, und das ist noch ganz wichtig. Ja, genau, das hätte ich jetzt fast vergessen. Gut, dass dieser Bildschirm hier wieder kommt. Wir werden jetzt natürlich einen Light Tank, also einen leichten Panzer beginnen zu entwickeln. Das können wir gut brauchen. Da können wir jetzt festlegen, das ist jetzt wieder ein interessanter Aspekt des Spiels. Hier können wir jetzt festlegen, was denn das für eine Ausrüstung haben soll, das Ding. Also zum Beispiel sehr viel Feuerkraft oder eher sehr viel Rüstung oder sehr, ja, und oberschnell sein soll und so weiter. Und je mehr wir von dem ganzen Zeug natürlich bestellen, umso teurer wird das Ding und umso langsamer und so weiter. Ich würde jetzt mal sagen, wir brauchen jetzt mal vor allem, ja, wisst ihr was, machen wir das mal so zu so einem Mittelpanzer mit guter Rüstung und mittelguter Engine. Also das wird dann eher so ein defensiver Panzer, der aber auch mal vorstoßen kann. Und den wir dann relativ einfach größere Mengen erzeugen können. Das wäre so mal meine Idee, weil jetzt so blitzkriegmäßig mit den angriffsstarken Panzern hier in die Weber-Sekte vorzustoßen, das ist, glaube ich, nicht das, was wir jetzt unbedingt brauchen. Und gegen die Aliens werden wir die Panzer nicht unbedingt brauchen. So, aber genau, damit das überhaupt passiert, müssen wir natürlich jetzt wieder mit unserem Model Designer reden. Hier mit dem Sedionicus, den rufen wir jetzt an. Der soll bitte seine Prioritäten jetzt nämlich wieder ändern. Da sind wir nämlich voll noch auf Discovery unterwegs. Da gehen wir jetzt, würde ich mal sagen, auf 45 zu 55. Noch immer Priorität Discovery, aber auch das neue Modell bitte möglichst schnell dann auch produzieren. Ja, sehr gut. So, unsere Entscheidungen haben wir damit jetzt fertig. Ja, ist schon einiges zu tun, Leute. Ui, ich bin so gespannt, wie sich das hier jetzt entwickelt hier im Osten. Und da oben haben wir diese ganzen Tiere. Also es gibt jetzt wirklich genug zu tun in jeder Folge. Und auch die ganzen kleinen Details natürlich nicht aus dem Blick zu verlieren. Ich sehe gerade, hier haben wir noch immer teilweise Readiness-Probleme mit den Leuten. Das ist natürlich auch nicht so wahnsinnig super. Haben wir vielleicht irgendwas, um die Readiness zu erhöhen? Schauen wir mal. HQs Field Training. Nein, damit können wir nur ihre Erfahrung steigern, damit können wir ihre Attacke steigern und die Defensivkraft senken. Wen könnten wir denn da... Wir könnten natürlich jetzt mal auf Blitzkrieg gegen die Aliens gehen. Wie wäre das? Brauchen wir viel Verteidigung? Nein, ich würde sagen, wir machen die einfach gleich fertig. Blitzkrieg gegen die Aliens, das ist jetzt unsere Idee. Hier machen wir das jetzt sofort und hier greifen wir jetzt auch schon an. Dafür werden wir aber zuerst hier noch alle einkesseln. Und jetzt geht's los, Leute. Der große Moment der Rache ist gekommen. Wir werden diese Aliens jetzt vom Boden tilten. Da gibt es ja noch andere. Was sind denn das für Dinger? Die sind aber auch relativ stark. Gut, wo ist denn unsere Artillerie? Haben wir wieder keine. Keine mitgebracht. Aber gut. Wir werden jetzt jedenfalls unser Faustprofil ein bisschen verstärken, weil wir jetzt das Landing Territory angreifen werden. Der Krieg gegen die Aliens ist ausgerufen, die Rache soll unser sein. Die monströsen Events von vor vielen hundert Jahren, die werden wir jetzt hier rächen. So, und dafür werden wir jetzt mit unseren galaktischen Einheiten, mit dieser gut bereiten
Infanterie, nein, Moment, die heben uns vielleicht für den anderen Angriff auf. Wir werden hier mit der Mobilinfanterie angreifen, wobei das macht jetzt eher eine schlechtere Wahrscheinlichkeit, aber diese Infanterie nehmen wir mit dazu. So, diese drei sollen da jetzt angreifen, schauen wir mal, was passiert. Do it now. Oh je, da ist schon jemand gestorben. Aber sie ziehen sich zurück. Sie ziehen sich auch zurück. Sehr gut, wir haben gewonnen. Wir haben ein paar Leute verloren in unserem Infanteriebataillon. Ja, das kann man leider vielleicht nicht verhindern, wenn man gegen so viele riesige Aliens antritt. Aber unsere Sentinels und unsere Romulus haben das gut überlebt. Und jetzt gehört das auch schon uns. Und jetzt können wir hier vorstoßen mit unseren ganzen sehr guten Einheiten. Die haben auch noch Aktionspunkte. Aber nicht mehr, nein, die haben jetzt eigentlich gar keine Aktionspunkte mehr. So, hier könnten wir jetzt diese Leute noch eine Runde lang aushungern. Das wäre vielleicht die gescheitere Variante, würde ich mal sagen. Umstellen wir hier mal zusätzlich, genau, so gefällt mir das. Ja, die werden wir in der nächsten Runde dann platt machen. Dann haben wir hier auch was zu tun. Ja, die tun sich hier schon mal bereit machen für den Angriff. Das habe ich mir gedacht. Wenn wir aber hier mal wieder angreifen, um diese Tiere endlich da zu beseitigen, die gehen mir schon wieder auf die Nerven. Und jetzt sollten wir auch noch relativ viele Aktionspunkte haben mit unserem Panzer, um hier wieder ein bisschen zu verteidigen, damit die hier da nicht gleich in Otzing einfallen können hier. Dann hier haben wir nach wie vor unsere Idee, dass wir uns ja hier irgendwie ein bisschen ausbreiten wollen. Aber das so richtig schön funktioniert das hier nicht. Na gut, da haben wir es jetzt ein bisschen geschafft. Da wartet auch schon wieder jemand. Ah ja, das... hoffentlich können die sich da gut halten. Hier werden wir jedenfalls auch nach Osten vorstoßen. Oh, da ist auch jemand. Okay. Und hier warten natürlich jetzt auch viele Rifle-Militia-Typen. Haben wir hier jetzt langsam einen guten Angriff? Nein. Gut, wir sollten hier wirklich die Einheiten dann hier unten zusammenziehen. Oder zumindest hier welche Leute, hier welche vorschicken. Ja, schicken wir mal ein paar Leute hier vor von unserer zweiten MG-Infanterie-Brigade. Wir verteidigen hier an den Grenzen oder wir stellen uns hier an die Grenzen auf zu Van und wir schicken dann zwei Gruppierungen nach Norden, um dann gemeinsam mit dem Buggy diesen Kerl hier endlich fertig zu machen. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Aber könnten wir ihn sogar ein bisschen nach unten bringen? Ach so, nein, das ist ja dieses, habe ich jetzt ganz vergessen, das ist, da haben wir ja schon etwas, das wollen wir unbedingt behalten. Ja. Gut, dann schauen wir uns mal kurz an, ist das Militärische mal erledigt? In Emmet, was passiert hier? Ja, die Glücklichkeit ist nicht so groß, weil natürlich hier noch gar nichts ist. Ja, gut, wir werden jetzt unbedingt mal mit Gus Orosimor reden, ihm neue Befehle geben. Wir werden hier unbedingt die Privatwirtschaft unterstützen. Vielleicht mal gleich mit 10 Credits pro Runde. Diesen Sign-Up-Bonus, ja, der ist natürlich jetzt hier gerade aktiv, aber im Moment wollen wir von denen natürlich noch keine Rekruten, keine Kolonisten. Das Arbeiter-Salary ist ganz normal. Gut, dann verändern wir nun mal hier ein bisschen die Unterstützung der Privatwirtschaft. Und wir haben, glaube ich, wieder neue Kolonisten. Die können wir jetzt hier auch wieder reinsetzen. So, schicken wir die alle dahin. Jetzt haben wir hier schon mehr Leute da. Sehr gut. Die Arbeiter, na, sind eh alle recht zufrieden. Das ist ja okay. Das ist ja alles okay. Schauen wir an, wie geht's in Geocon. Da ist alles gut, glaube ich. Ja, die könnten wir jetzt dann auch langsam upgraden. Ja, wenn sie dann 50.000 erreichen, dann können wir sie auf Level 3 upgraden. Das wird dann eh relativ bald passieren, hoffentlich. Die kriegen ja jetzt auch immer mehr Quality of Life Dinge. Dann in Mayflower, ja, da sinkt jetzt auch die Unruhe langsam. Wir haben leider nicht so viele Truppen hier drin, deswegen dauert das hier ein bisschen. Aber wir brauchen die Truppen jetzt überall anders, leider. Wir könnten vielleicht hier in Five Bridge mal überlegen, dass wir hier dort die... Ja, da haben wir nur eine Miliz drin. Nein, die brauchen wir hier. Die soll dort bleiben. Oh, schaut mal, da ist dieser Battle Dojo. Ist der hier? Ja, das ist das. Genau. Das ist also richtig... Okay, das schaut mir weniger aus wie so ein kleiner Freizeit-Karate-Dojo. Das ist eher so eine paramilitärische Ausbildungsstelle, wo die dann auch ihre Pamphlete dann überall in der Bevölkerung verteilen. Na gut, immerhin kriegen wir Rekruten von ihnen. Ja, das ist natürlich auch extrem unschön. Hier haben wir noch immer ein Hexfeld, das nicht uns gehört, weil wir da nicht gut genug gefahren sind. Das gefällt mir nicht so gut, aber ja, gut. Soll so sein. Ja, hier bleiben wir mal. Halten wir mal die Stellung, das ist alles in Ordnung. Okay, dann sollten wir jetzt schauen, noch kurz, Nahrung passt, Öl passt mehr als natürlich. Industriepunkte haben wir auch schon wieder recht viel. Wir könnten also wieder etwas bauen. Wir könnten auch jetzt eine neue...
eine neue Organisation aus dem Boden stampfen. Und Replacement Troops brauchen wir natürlich auch bald, aber da haben wir noch ein bisschen was. Schauen wir mal, was wir hier ausheben können jetzt. Wir können jetzt schauen, in Five Bridge zum Beispiel eine Formation auszuheben. Und da hätten wir jetzt auch schon bald genug, dass wir ein tatsächliches Corps ausheben können. Ja, vielleicht ein Motorized Light Infantry Corps oder so. Vielleicht sparen wir uns das mal zusammen. Aber das braucht aber schon extrem viel Industriepunkte. Ja, lassen wir das lieber mal. Schauen wir mal, wie wir mit diesen Truppen jetzt vorerst mal auskommen, würde ich mal sagen. Vielleicht tun wir lieber noch was bauen, hm? Was können wir denn hier bauen bei den Leuten hier? Haben wir noch irgendwas, was wir... Brauchen wir vielleicht noch mehr Nahrung bald? Wir könnten mal einen zusätzlichen Dom irgendwie ausbauen. Oder, ja, Credits haben wir noch recht viele. Wir könnten hier auch in Mayflower... Wenn die Meinung groß genug ist, auf alle Fälle mal diesen Transport-Hub verstaatlichen, wenn der mal repariert ist. Oh, ja, schaut sich das hier an. Hier werden die Gebäude schon repariert. Das ist auch extrem wichtig. Damit sind die jetzt auch schon aktiv. Sehr gut. Die waren ja von unserem Angriff noch komplett zerstört teilweise. Gut, dass das hier auch in die Richtung geht, ist ja schön. Okay, wisst ihr was? Ich traue mich irgendwie gerade nicht noch was zu bauen. Vielleicht noch am ehesten eine Straße. Ja, die traue ich mich da immer ein bisschen zu bauen, weil die können wir sowieso immer brauchen. Gehen wir hier wieder weiter, nach Norden weiter. So vielleicht dieses Mal. Ja, weil hier dieser Bereich, da kommen die Versorgungskräfte noch relativ gut durch. Hier kommt dann der bergige Bereich, da geht das deutlich schwieriger, als wenn wir die Straße eher hier lang führen. Okay, gut, dann haben wir hier ein bisschen noch Industriepunkte ausgegeben. Werden wir noch ein bisschen handeln und ein bisschen Dinge verkaufen. Wir haben sehr viel Öl, können wir alles verkaufen. Wir haben sehr viel Metall, können wir auch verkaufen. Und unser Essen, ja, da sollte man nicht zu viel verkaufen, weil das werden wir bald brauchen, wenn wir dann eine neue Formation auch ausheben. Aber ein bisschen was können wir verkaufen. Jetzt haben wir wieder schön viel Geld hier, um auch Dinge zu verstaatlichen und so weiter und so fort. Okay, dann geht's jetzt in die nächste Runde. Ja, Moment mal. Hier werden wir irgendwie wichtig. Was bringt das denn jetzt eigentlich mit der Van Republic, dass wir hier die Meinung verbessert haben? Die sind noch immer auf Blackmail unterwegs. Das heißt, wir können hier eigentlich noch nichts machen. Dafür brauchen wir gewisse Stratagems, um hier tatsächlich Außenpolitik zu betreiben. Und das wäre vielleicht nicht schlecht, Leute. Vielleicht ist jetzt an der Zeit, auch ein auswärtiges Amt aufzubauen. Reden wir mal mit Viga Watersong, sagen wir, eine neue Organisation soll gemacht werden. Wir wollen hier, das kostet viel politische Punkte, aber das ist es mir jetzt wert. Wir wollen jetzt hier ein auswärtiges Amt. Damit wir hier auch wirklich damit umgehen können, dass wir hier jetzt ein Major Regime haben, falls wir nicht gleich im Krieg mit denen sein wollen. Und wir wollten ja auch Gigea vielleicht bei uns hinzufügen, durch diplomatische Aktionen dann hier. Wir könnten natürlich Gigea auch schon mal unseren Schutz anbieten. Ja, ist gerade aber sehr schwierig. In Cathars heißen die, ja genau. Nein, gut, dann machen wir das jetzt nicht. Gehen wir mal in die nächste Runde und bereiten wir uns darauf vor, die Aliens hier fertig zu machen. Können wir hier noch die Straße vielleicht auch verlängern? Ja, machen wir das auch noch. Dann haben wir hier mehr Versorgung. Ja, bauen wir die Straße bis dorthin, bis zu diesen ganzen Ruinen. Das werden wir vielleicht dann eh mal brauchen können. Gut. Und unsere Versorgung, das ist auch noch wichtig. Wie schaut das aus, die nächste Runde? 74 geht da nach unten, das passt so halbwegs. Das geht nach oben, ja, dann werden die halbwegs genug versorgt. Haben wir hier irgendwo einen Bereich, wo wir unnötig Punkte verschwenden im Moment? Moment mal. Hier nach oben verschwenden wir eigentlich Punkte, denn wie viel brauchen die? 100. Wisst ihr was, dann machen wir hier noch ein Straßenschild. Und blockieren wir hier nach oben alles außer die Pull Points. Genau, da gehen jetzt dann nur noch 100 hin, dann haben wir für alles andere mehr zur Verfügung. Ja, sehr gut. Aha, da kommt auch nicht genug an, oder? Kann das sein? Moment mal. Ja, da kommt nicht genug an. Das ist schon zu weit. Da sollten wir auch in diese Richtung langsam einen Supply Hub bauen. Vielleicht hier? Das ist vielleicht keine schlechte Idee. Hier werden wir mal einen Supply Hub bauen.
Das ist noch gut. Das gefällt mir. Konstruieren wir hier mal Supply Base. Ja. Okay. Gut. Dann können wir hier wesentlich weiter noch unsere Versorgung weiter transportieren. Auch hierhin dann. Sehr gut. Okay, damit genug für die Logistik fürs Erste. Ja, die können sich hier eh gut versorgen. Passt. Dann gehen wir jetzt in die nächste Runde. Schau mal, was passiert. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Oh. Da sind Kämpfe passiert. Noch mehr Kämpfe. Wir haben 200 Infanterie, 100 Walker getötet, 4 Entscheidungen haben wir, 74 Reports warten auf uns, über 2000 politische Bonuspunkte haben wir. Eine neue Technologie haben wir entdeckt, Sideskirt, das ist cool. Das ist so eine, glaube ich, so eine automatische Erweiterung. Jedenfalls dazu da, um zusätzliche Rüstungsstärke quasi auf der Seite unserer Panzer zu haben. Ich glaube, das müsste sich automatisch auf unsere Einheiten dann drauf tun, wenn wir ein neues Modell entwickeln. Schauen wir dann gleich, wenn unser leichter Panzer jetzt mal fertig ist. Super, in Salmon Geyser, in Five Bridge haben wir auch was gefunden. Neue Panzer, sehr gut, die können uns gleich gegen die Aliens helfen. Perfekt. Die sollten wir hier jetzt haben. Ja, Wahnsinn. Moment, ich bin noch immer auf dem Straßenschildmodus. Den wollen wir nicht haben. So, dann werden wir als erstes hier gleich angreifen. Moment mal, oder schauen wir noch, ob hier vielleicht eine Entscheidung wegen unserer Aliens passiert. Nein, ist nichts da. Gut. Dann werden wir hier jetzt wirklich gleich angreifen. So, dann nehmen wir jetzt unsere Panzer. 36 zu 1, das schaut schon mal nicht schlecht aus. Unser Walker, den nehmen wir auch noch dazu. Und unsere, na, wobei der verschlechtert die Sache eher. Unsere Ready-Typen hier, die nehmen wir auch noch dazu. Da kriegen wir zwar dann schon ein bisschen Nachteile, weil wir einfach mehr Verluste haben werden. Das ist das quasi, was hier dann steht. Aber unsere Angriffsstärke ist natürlich umso besser. Also, wenn wir die Leute jetzt wegnehmen, dann sinkt die Angriffsstärke. Aber unsere Odds bei den Schadensberechnungen, die sinken auch. Also, wir werden hier quasi wahrscheinlich wieder Leute verlieren. Aber das ist ja alles nicht so schlimm. So, nur kurz schauen, von wo haben wir die jetzt denn hier hinzugefügt? Ja, das ist gut, die nehmen wir noch dazu. Dann steigert sich auch unser Bonus, der dadurch entsteht, dass wir von mehreren Seiten angreifen. Und diese MG-Leute vielleicht, die könnten wir auch noch dazu nehmen. Da haben wir extrem viel Angriff jetzt, ja. Die sind auch relativ gut in der Verteidigung. Los geht's! Der letzte Todesstoß hoffentlich. Ja, da werden welche gekillt. Sehr gut, wir schaffen es, Leute. 0% der Truppen sind operativ. Wir haben es gewonnen, wir haben es geschafft. Wir haben die Aliens in die Flucht geschlagen. Unser Commander der 1. MG-Infanteriebrigade hat hier auch wirklich einen tollen Bonus geleistet. Ja, unser Nitro Iron Sun leider keinen guten Bonus, weil der einfach schon so schlechte Beziehungen mit uns hat, weil die dummen Animal Circle-Leute ihn ständig beleidigen. Und wir haben wieder mal nur Leute aus unserem Fußvolk verloren. Hervorragend. Damit haben wir hier diese Alien-Ansammlungen getilgt und können jetzt dann auch da weiter vorstoßen. Schauen wir mal nur kurz, wie die strategische Karte, wie weit das noch geht. Ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass hier noch welche auf uns warten. Vielleicht sollten wir hier ein bisschen noch aufklären. Ja, die können sich sogar noch bewegen, schaut sich das an. So. In diese Richtung weitergehen. Dann werden wir hier aber noch die Straße auch weiterbauen müssen, damit die sich überhaupt noch versorgen können. Hoppala, falsche Sache. So, hier bauen wir noch nach unten. Ein bisschen noch. So, zu weit sollte man nicht bauen, weil wir nicht wissen, ob da überhaupt sinnvolles Zeug auf uns wartet, wo wir die Straße dann auch später logistisch gebrauchen können. Aha, da oben ist jemand schlecht versorgt. Warum ist das? Das gefällt mir gar nicht so gut. Aha, weil wir hier schon über diesem Fluss drüber sind wahrscheinlich. Ja, da kommt einfach auch nichts mehr an, Leute. Ja, hoffentlich wird diese Supply Base hier bald fertig. Dann. Oh, ist die schon fertig? Moment mal. Ist die schon fertig hier? Nein, alles klar. Oh ja, also ist schon fertig. Wirkt aber erst in der nächsten Runde. Dann schauen wir uns mal hier kurz die vorhergesagten Punkte an.
Momentane Punkte. Da gibt's nichts. Wieso gibt's denn hier nichts? Achso, ist schon alles benutzt worden, natürlich. Bottlenecks haben wir hier. Ah, irgendwo gibt es hier ein Bottleneck. Das bedeutet, es kommt da nichts durch. Aha. Und ich glaube, das liegt daran, natürlich, weil wir hier nur noch 85 Punkte haben. Und das brauchen wir alles hier, damit da was weitergeht. Deswegen wird da nach oben nichts mehr geliefert, seitdem wir hier bauen. Alles klar, alles klar. Dann sollten wir aber mit dem Panzer ein bisschen zurückfahren. Ja, das sollten wir schon aufpassen. Ja, das ist so eine Endlos-Geschichte hier. Weil wir einfach noch zu wenig Versorgung haben, können wir einfach nicht weiter vorstoßen. Wir könnten aber hier mal zumindest im Bereich, der eh recht gut versorgt ist, ja, da könnten wir ein bisschen schon Hexfelder schnappen. Damit endlich dieser Bereich hier auch nicht mehr für die Aliens zur Verfügung steht. Okay. Gut, dann hier. Hier wollen wir auf alle Fälle mal endlich diese dummen Raider da vertreiben. Ja. Dafür gehen wir hier mal nach unten. Oh, da ist da jemand. Nein, da ist niemand. Okay. Das war ein Phantomschmerz der Map, sozusagen. So, und wie schaut es da jetzt aus? Haben wir da jetzt eine Möglichkeit anzugreifen? Nein, noch immer nicht in dieser Runde. Zwar mit unserem Buggy, der hätte auch da durchaus Chancen, aber das ist es mir jetzt auch nicht wert, den zu verlieren, wenn wir ihn in der nächsten Runde dann auch gleich angreifen können. So, und hier werden wir uns ein bisschen besser platzieren. Ja, so gefällt mir das ganz gut. Ja, das gefällt mir. Schalten wir die Logistik wieder aus. Zum leichteren Überblick. Schauen wir mal, was hier los ist. Ja, hier werden wir einfach verteidigend dabei bleiben. Die konnten sich hier überhaupt nicht versorgen. Ja, müssen wir unbedingt hier zurückführen. Auch nicht gut. Das ist echt schlimm hier, Leute. Das ist, müssen wir fast diese Straße auch nach oben schon erweitern. Das ist einfach schon zu weit weg. Okay. Also, unser glorreicher Sieg gegen die Aliens hat hier geklappt. Wir haben hier alle Einheiten halbwegs gut platziert. Ja, hoffentlich können sich die dann eben versorgen. Ist irgendwas Neues im Auftrag? Schauen wir mal kurz. In Five Bridge wird wieder was gebaut. Oh, eine Bücherei, das ist aber schön. Und eine Arena. Großartig. Nein, Five Bridge. In Five Bridge, da ist einfach die Zivilisation zu Hause, Leute. Da lieben die Leute es zu leben. Das ist alles schön dort. Schauen wir mal in Geocon vorbei. Ja, das wächst noch immer ein bisschen langsamer. Da könnten wir jetzt aber... Schaut mal an, da ist die Meinung richtig gut. Da könnten wir jetzt vielleicht diese Boomtown-Geschichte auch spielen. Bei den Strider Gems, da hätten wir ja diese Sache hier, Boomtown. Kostet nur ein Fate Point und erhöht die Bevölkerung. Ja, wisst ihr was, wenn wir mal hier Geocon ein bisschen vergrößern, damit die auch endlich ein Upgrade zu einer größeren Stadt machen können. Ja, okay, machen wir das. 4000 Leute hinzubekommen, sehr gut. Ja, das ist so halb gut, leicht unterdurchschnittlich. Bis zu 10.000 hätten wir schaffen können. Aber ja, ist schon okay so. Geocon wurde plötzlich eine sehr populäre Stadt mit den ganzen Siedlern, die sich hier herumtreiben. Sie werden wahrscheinlich nicht den Topf voller Gold finden, den sie hier suchen. Aber zumindest, bis sie das bemerken, wird das schön unsere Bevölkerung hier erhöhen. Das sagt er hier. Okay, sehr gut, damit sind die auf 50.500 und wir können da bald die Stadt dann auch upgraden. Okay, dann haben wir noch Entscheidungen natürlich. Machen wir gleich das hier. Da wurde ein unabhängiges Labor entdeckt in Five Bridge. Ein privates Labor, das sich mit Technologieentwicklung beschäftigt. Und zwar in einer sehr entfernten Gegend von Five Bridge. Wir könnten das jetzt quasi zerlegen und ihre Leute dann bei uns in unseren Organisationen und unseren politischen Bereichen einbauen. Dann würden wir 20 politische Punkte bekommen. Wir könnten aber auch sagen, sie sollen doch bitte beginnen, hier ihre Forschungsergebnisse mit uns zu teilen. Ja, Leute, Rollenspiel kann schon manchmal wehtun. Mir würde jetzt natürlich extrem gefallen, wenn wir diese Wissenschaftler hier in ihrem Labor lassen, damit wir ein bisschen Fortschritt kriegen jede Runde. Aber ja, tut mir leid, das Enforcement, unser Profil, unsere Meinung geht einfach davon aus, dass wir das machen wollen. Ja,
Das müssen wir jetzt einfach tun. Wir können hier nicht einfach unabhängige Leute dahin forschen lassen, was, wenn denen da irgendwas ganz Komisches einfällt, irgendwelche Viren oder irgend sowas in der Richtung und die kommen ihnen dann aus und so. Das können wir nicht zulassen. Wir werden das Labor schließen lassen, aber die Leute können ja bei uns arbeiten und dann auch glücklicher werden. Hervorragend. Dann will die Warrior Army schon wieder, dass wir einen von ihren furchtbaren Kandidaten in unsere Ränge aufnehmen. Hoffentlich ist er diesmal besser. Gut, da ist sie natürlich zufrieden, dass wir das gemacht haben wenigstens. Und Ace Osborne, das ist sogar der Neue wahrscheinlich. Wieder so ein Kämpfer, natürlich. Die bilden ja nur solche Leute aus. Ach, Mist. Foreign Affairs Council, ja, da brauchen wir jetzt eigentlich einen richtig guten Diplomaten. Und den haben wir natürlich nicht. Das ist jetzt wirklich blöd. Das ist extrem schade. Haben wir hier eine Möglichkeit, irgendwen zu rekrutieren, der irgendwas ein bisschen besser kann? Wir könnten höchstens hoffen, dass wir einen Merc kriegen. Aber dass der dann ausgerechnet in diesen außenpolitischen Dingen besser ist, ist halt auch extrem unwahrscheinlich. Tja. Er ist wohl der Einzige, der im Moment hier irgendwie zutrifft. Ja, das wird dann unser Außenminister. Das wirft ja keine guten Schatten voraus auf unsere diplomatische Zukunft. Na gut. Vielleicht entwickelt er sich ja richtig gut. Gut, dann werden wir hier 60-40 auf Major Diplomacy Priority gehen. Ja, das ist jetzt wichtig. Okay, dann haben wir unsere Entscheidungen jetzt wieder erledigt. Gut, und damit ist wieder einiges geschehen. Ich werde mir dann wieder bis zur nächsten Runde, ich werde mich am Abend wieder in mein Büro zurückziehen, alles genau konsultieren, schauen, was sich denn hier alles getan hat. Schauen wir vielleicht nur ganz kurz nochmal in die generelle Übersicht. Ja, Administrationslevel steigt, Zivilisationslevel ist gleich geblieben, Tech-Level steigt, BPs kriegen wir immer mehr, Credits sinken noch immer, aber ist ja nicht so schlimm, haben wir ja schon gesagt. Dann, ja, hier steigt jetzt wieder alles richtig schön. Dringende Probleme gibt es auch nicht irgendwie. Oh ja, das ist dringend. Emmet. In Emmet sind die Leute hungrig. Das ist schlecht. Große Unruhe. Die Leute sind hungrig. Natürlich. Oh Gott, wir haben ganz vergessen. Ach du Scheiße. Wir haben ja komplett vergessen, dass die keine Nahrung kriegen. Wo kriegen die denn... Moment mal, die haben ja kein Geld. Ja, natürlich, da arbeiten die Leute nicht so viel, die haben nicht so viel Geld noch. Ah, die können sich da die Nahrung nicht wirklich leisten. Das heißt, wir können die jetzt entweder notversorgen, eine Zeit lang, oder wir bauen gleich einen Dom, damit sie sich ernähren können dort auch. Das würde ich mal sagen, machen wir das vielleicht mal. Da können wir eigentlich einen Dom bauen zur Bewirtschaftung. Da brauchen wir jetzt auch ein bisschen Wasser, haben wir aber eh mehr als genug. Und ja, da wird den Xeno Agricultural Dome, den braucht man nicht unbedingt. Beginnen wir mal hier mit dem Bau eines Doms, hier in Emmet. Und vielleicht bis dahin können wir sagen, dass sie notversorgt werden, ne? Weil sonst laufen die Leute ja gleich wieder davon, wenn sie so hungrig sind. Gut, dann werden wir hier Gus Orosimo anrufen. Ah, wir können auch hier das Zoneninventar verändern. Moment mal. Wir können das ein bisschen anders machen. Schauen wir mal kurz, was denn hier mit dem Essen passiert ist. 6 wurde produziert, konsumiert wurde 11. Sie bekamen 5 vom Strategic Headquarter. Okay. Ja, Moment mal. Wenn sie 11 konsumiert haben, ja, so richtig hungrig scheinen mir die dann doch nicht zu sein. Schauen wir mal kurz in den Reports, das ist jetzt noch gar nicht so uninteressant, wie das denn hier funktioniert. In den Zonen in Emmet. Da sehen wir nämlich, was hier wirklich los ist. Die Population hat zugenommen, weil wir das Refugee Camp haben. Ja, genau. Dann gibt es natürlich eine versteckte kleine Wirtschaft, so eine Schwarzmarktwirtschaft. Wir kriegen schon ein bisschen Steuern und so weiter. Die Leute haben 19 Essen gekauft und zwar mit Hilfe von ihrem Geld und das haben sie bei den Händlern gekauft. Sie haben ein bisschen Wasser bekommen, ja. Aber sie haben nicht genug Essen. Sie haben 22 konsumiert. Aha, sie haben nicht genug Essen. Steht denn irgendwie, wie viel sie brauchen würden? Ah, und sie bauen auch einen Farming Dome Community. Oje, das hätten sie jetzt eh gemacht.
Gut, da haben wir jetzt halt einen staatlichen gebaut. Was passiert denn dann mit der Farmington-Community? Wird die dann trotzdem gebaut? Auch spannend. Das werden wir uns dann alles das nächste Mal anschauen. Gut, ich habe schon wieder Probleme hier aufzuhören, weil einfach alles so interessant ist. Ich weiß nicht, ob es zum Zuschauen so interessant ist. Wahrscheinlich nicht so im Großen und Ganzen, aber hier kann man sich an jeder Ecke einfach eine halbe Stunde in irgendwelche Details vergraben. Das ist einfach so unglaublich. Verlieren wir aber das große Ganze nicht aus dem Blick. Was wir hier jetzt geschafft haben, wir haben endlich die Aliens gerecht. Die Rache war unser, das hat gut funktioniert. Wir schauen noch, wie viele Aliens hier noch über sind. Allzu viele werden es wohl nicht mehr sein. Damit ist unser erstes Ziel hier eigentlich erledigt. Wir werden uns dann auf die Suche machen nach den nächsten Alien Territories. Aber, ganz große Wichtigkeit hat natürlich jetzt die Tatsache, dass wir hier jetzt einen ebenbürtigen Gegenspieler im Osten haben. Und das wird hier alles ein bisschen verändern. Gut. Aber weiteres Ziel ist dann natürlich auch noch hier Gigao diplomatisch zu integrieren. Das war unser Ziel. Wir wollen ja mal ein bisschen das ausprobieren und hier in den Non-Aligned Territories vorstoßen und weiter die Wirtschaft verbessern. Ja, weil ich will jetzt dann auch Flugzeuge haben. Wenn die hier schon überall Airbases haben, schaut euch das an, die haben hier schon drei Städte mit Airbases. Da sind wir natürlich komplett schutzlos. Da werden wir natürlich bald in die Richtung gehen, das auch irgendwie machen zu können. Oder zumindest eine gescheite Luftabwehr zu haben. Das wäre natürlich auch eine Idee. Vielleicht brauchen wir nicht unbedingt Flugzeuge, wenn wir eine gute Luftabwehr haben. Aber damit jetzt mal schicke ich euch jetzt mal in den Feierabend für heute. Und wir sehen uns dann bei meinem nächsten Arbeitstag im Korbinat. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's es gut. Ciao.